Weil ja jetzt die Abiball- und Hochzeitssaison startet, dachte ich, ich zeige euch mal ein paar meiner liebsten Secondhand-Funde, die man super auf Hochzeiten anziehen kann oder auch wirklich zu einem Abiball. Mein Secondhand-Kleid war tatsächlich auch gebraucht. Ich kann euch das mal einblenden. Ich war super happy damit. Ich habe das in Amsterdam gefunden und fand es halt einfach cool, dass ich die Einzige mit dem Kleid war. Und vielleicht kann ich euch ja heute auch mal ein wenig inspirieren, auch mal Secondhand nach einem schicken Kleid zu suchen, weil die auf jeden Fall meistens doch um einiges günstiger sind. Das hier ist jetzt das erste Kleid. Das habe ich auch bei Humana gefunden. Und ich finde es so schön. Das ziehe ich jetzt direkt mal an. Gut, dass es so warm heute ist. Aber ich finde, das sieht richtig süß aus. Ihr könnt dann ja auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was so euer Favorit ist. Ich meine, hier ist es halt nicht so sehr figurbetont, was vielleicht bei meiner Figur auch ganz schön wäre, wenn man nicht die Brüste sozusagen hier so enger drückt, sondern eher was, ja, Formenderes wählt. Aber es ist halt ein bisschen mädchenhaft und verspielt. Und mit diesen schwarzen Details hier finde ich es halt auch noch total schön. Und ich blende euch auch nochmal den Preis ein, weil das war halt auch wirklich nicht teuer und... ja, kann ich mir super vorstellen, entweder bei einem Abiball oder vielleicht auch, wenn man bei einer Hochzeit irgendwo Gast ist. Kleid Nummer 2 habt ihr vielleicht schon auf Instagram gesehen. Das hatte ich zu Kisus Gender Reveal Party an. Und da würde mich echt mal interessieren, ob ihr sowas anziehen würdet. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr stretchy. Ich weiß nämlich auch immer nie, ist es besser, Kleider von unten oder von oben zu ziehen. So, das sitzt hier oben ein Stück locker, aber es geht eigentlich, dass es trotzdem sehr gut hält. Und ich mag halt auch, dass man hier noch so ein bisschen mein Tattoo sehen kann. Und ja, ich finde es halt mega bequem auch. Und es ist auf jeden Fall ein totaler Hingucker. Und ich muss sagen, auch bei der Gender Reveal Party war es halt perfekt, weil man ja nicht wusste, ob es ein Mädchen oder ein Junge wird. Und deswegen hatte man sozusagen Blau und Pink im Kleid drin. Und ich glaube, das hat 5 Euro oder so gekostet und dafür finde ich es halt schon, ja, sehr außergewöhnlich und kann man auf jeden Fall mal nehmen. Dann schlüpfe ich jetzt mal hier in das dritte Kleid. Das ist auch wieder schulterfrei. Also das hat natürlich auch ein sehr besonderes Muster, aber ich finde, es hat irgendwie total was. Und ich muss sagen, ich mochte früher bei meiner kleinen Oberweite solche schulterfreien Kleider überhaupt nicht. Aber ich mache ja relativ viel Sport und ich muss sagen, mittlerweile mag ich eigentlich auch meine Schultern, also hier dieser Bereich, sehr gerne. Und deswegen zeige ich den auch. Und ja, dann gefällt mir so ein Kleid immer ganz gut. Und ich finde es ja auch nicht schlimm, wenn man zeigt, dass man eine kleine Oberweite hat. Das zeigt ja auch irgendwie Selbstbewusstsein. Und deswegen gefallen mir diese schulterfreien Kleider, besonders im Sommer, weil sie dann auch so bequem sind, einfach total gut. So, ich mache meine Haare jetzt gerade nochmal hoch. Ich mache das meistens immer mit so Klammern, die ist jetzt aber... relativ klein, aber so geht's. Das hier ist auch eins meiner absoluten Lieblingskleider, auch von Humana. Und ich hatte noch nicht so den richtigen Anlass, wo ich das mal anziehen konnte. Aber ich finde es einfach so wunderschön und deswegen zeige ich es euch jetzt mal. Also bei diesem Kleid liebe ich einfach erstens diese tollen Glitzerdetails und ich mag auch, dass es so Schlitze dann noch unten hat, obwohl es halt Maxi-Kleid ist. Und ich mag halt, dass es vorne und hinten, ja, relativ weit nochmal ausgeschnitten ist. Man sollte am besten dann gar kein BH anziehen oder ich trage halt sonst auch immer diese Nippel-Patches. Die gibt es zum Beispiel bei Hunkemöller zu kaufen und die sind halt immer gut, wenn man ja wenigstens seine Nippel noch abdecken möchte, aber sonst halt... sehr viel hier rum frei hat. Und ja, ich mag es einfach so super gerne und finde das halt auch wieder ein tolles Beispiel, was man einfach alles für Kleider gebraucht finden kann. Aber ich habe noch ein etwas ausgefalleneres Vintage-Kleid, was auch bodenlang ist und das zeige ich euch jetzt mal. So, ich kriege es jetzt wieder zugeworfen von Lea. Yay! Und Sarah hat das hier so ein Leo-Muster. Ich finde das auch richtig cool, aber ich hatte auch noch nicht so den Anlass, weil ich das anziehen konnte.
Das ist jetzt das etwas ausgefallenere Maxi-Kleid. Hier mag ich halt auch wirklich nochmal den Schnitt und es betont halt auch meine Arme ganz gut. Ich weiß gar nicht, ob da ein Gürtel dabei war. Manchmal fehlt es dann auch bei so gebrauchten Kleidern. Und hier habe ich jetzt auch noch einen Secondhand-Gürtel. Ich kaufe tatsächlich auch meistens Gürtel gebraucht, weil die einfach so günstig sind und auch halt nochmal so ein bisschen ausgefallener. Also ich glaube, das wäre jetzt natürlich schon eine sehr krasse Kombi, wenn man auch noch so einen roten Gürtel dazu stylt. Aber ich meine, warum nicht? Manchmal kann man ja auch mal so ein Statement setzen und dann einfach das Make-up so ein bisschen natürlicher lassen. Und deswegen gefällt mir der Look eigentlich auch total gut. Und ich bin sehr gespannt auf eure Meinung. So, und jetzt kann mir Lea noch mein Oscar-Kleid rüberwerfen. Als ich das gesehen habe, dachte ich so direkt, ja, also wenn ich mal zu so einer richtig krassen Preisverleihung eingeladen werde, wo ich vielleicht auch einen Preis bekommen sollte, dann in dem. Das hat übrigens 26 Euro gekostet. Hier ist noch der Preistag dran. So, ich habe übrigens hier auch so eine ganz tolle Oma-Unterwäsche an, aber die ist relativ high-waisted. So. Das ist nämlich hier nicht so leicht, das Reinkommen. Man muss das hier so aufschnüren. Und das gängige Problem, ich krieg nicht mal mein Po. So, und jetzt kann man das zumachen. Fast. Also, ich muss sagen, ich finde das Kleid so toll. Ich kann mir das auch richtig gut mit so einem roten Lippenstift noch vorstellen. Es hat auch so ein bisschen was von Cruella de Vil vielleicht, wenn man dann jetzt so eine weiße Fake-Furjacke noch anziehen würde oder so. Aber ich finde es echt toll geschnitten und muss sagen, ja, wie gesagt, wenn ich einen Anlass hätte, aber vielleicht kommt ja irgendwann nochmal einer, dann weiß ich schon, was ich anziehen sollte. Und ich finde es halt auch einfach schön, immer zu sehen, was man alles gebraucht finden kann, weil das sind alles echt gefühlt Einzelstücke und der Preis ist einfach so viel günstiger als jetzt, wenn man zu einem Peek & Cloppenburg oder irgendwo anders hingehen würde. Und so kann man halt auch ein bisschen rumprobieren. Ich glaube, bei mir hat es auch immer ein bisschen gedauert, bis ich herausgefunden habe, worin ich mich wirklich wohlfühle. Ich muss sagen, ich mag auch Maxi-Kleider besonders gerne, weil man sich dann auch nicht so Gedanken machen muss, ob jetzt die Füße pedikürt sind oder sowas. Ja, vielleicht konnte ich euch ein bisschen begeistern, auch mal Secondhand zu schauen, wenn ihr jetzt Abiball habt oder eine Hochzeit, die bald ansteht. Ich versuche euch auch mal ähnliche Teile zu verlinken. Und ansonsten bedanke ich mich sehr fürs Zusehen. Schaut auf jeden Fall auf meinen anderen Kanälen vorbei, da freue ich mich auch immer sehr drüber. Und dann habt doch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!